Meine Freunde, Lorcana Set 2 ist Freitag in die Läden gekommen, beziehungsweise mehr oder weniger in die Läden bekommen. Ich habe leider nur 3 Displays ergattert. Ich habe viel, viel mehr vorbestellt. Eigentlich habe ich 7 Displays vorbestellt, noch das D100-Set und die 12, also eigentlich alles, was man haben kann. Dazu auch noch 2 Geschenksets, ja, und das Einzige, was ich bekommen habe, ist eigentlich nur ein Display. Ich habe noch Glück gehabt, dass ein Kollege 2 deutsche Displays über hatte, deswegen habe ich 3 statt 1. Und ich hoffe, dass ich irgendwie in naher Zukunft noch an den Rest meiner Produkte komme. Nur leider hat Ravensburger wieder etwas wenig gedruckt und die Verteilung war ein bisschen komisch, sodass viele Leute viel bestellt haben und wenig gekriegt haben. Aber was soll's, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ein Display öffnen wir heute. Ich bin mal gespannt, was da alles drin ist. Ich hoffe natürlich auf eine Enchanted. Ich habe mir die Karten von Set 2 noch gar nicht so genau angeguckt, weil ich halt jetzt gerade im Warcraft Rumble Hype war. Set 1 habe ich ja übelst studiert, da wusste ich jede einzelne Karte, auch vom Wert her und so. Hier müssen wir wahrscheinlich zwischendurch mal auf Card Market gucken. Ich glaube, dass meine Favorite Enchanted, was war das, Shere Khan und Sisso sind? Aber die anderen weiß ich auch gar nicht genau, muss ich sagen. Ich glaube, wir gehen einfach mal unvoreingenommen rein und gucken mal, was alles so drin ist. Also, wir haben hier gerade mal Card Market offen und anscheinend ist die Cinderella-Karte die teuerste, die Enchanted. Enchanted Cinderella sieht so aus. Und nicht Enchanted ist die teuerste Karte, die Belle in Foil. Belle in Foil auf Deutsch 49 Euro, hier seht ihr es. 48 Euro die günstigste, ist aber nicht in Deutschland, ist in Österreich. Ja, easy, alles klar, also eine Belle ziehen. Ihr müsst wissen, die beiden Displays sind die Displays, die ich von meinem Kollegen bekommen habe. Der hat sie halt vor Ort in den Laden gekauft. Und deswegen sind die aufgerissen worden, weil der Laden es verhindern will, dass man die bei eBay weiterverkauft. Also da wurde nichts mit gemacht oder so, aber die wurden aufgerissen halt, damit ich sie nicht online verkaufen kann. Alles klar, dann wollen wir doch mal starten. So, hier ist jetzt Tesafilm drum, das ist jetzt auch neu, weil man halt vorher ohne Tesafilm einfach die Booster rausfischen konnte und die Karten abwiegen konnte. Haben wir ja schon getestet, es ging ja Enchanted, konnte man rauswiegen. Ah, so geil, ey, ich freue mich da richtig drauf. Soll ich eigentlich nochmal ein Video machen, wo ich euch alle meine Karten von Set 1 zeige? Ich bin nämlich mit Set 1 jetzt fertig. Und boah, ich habe so viele von diesen Deko-Karten, ne? Das ist der Wahnsinn. Stimmt, es gibt jetzt die 7 Zwerge. Einmal Happy. Ich sitze fest. Boah, schöne Aktionskarte mit Winnie Pooh, die kenne ich sogar. Ich habe bis zum gewissen Grad die Spoiler verfolgt, aber nicht alle. Ein Tigger, auch schick. Oha, Donald Duck Schlafwandler. Sehr cooles Artwork. Die Eule, auch schick. Das Biest. Das Biest, damit haben sie es wohl aber auch im Set 2, ne? Wie viele verschiedene Biestkarten es anscheinend gibt. Das Schwert im Stein. Pacha. Tyana. Oh, Tyana ist cool. Ich glaube, eine Tyana gibt es auch noch ein bisschen wertiger. Ich weiß nicht, ob in Legi oder in Episch. Dann Rattenzahns fabelhafte Falle. Oh, erste Epische. Beast, selbstloser Beschützer. Oh, sehr geil. Schon mal einen kleinen Hit. Und von Uru. Eine Ankamen Foil. Packen wir direkt mal im Sleeve. Dann, nun halt doch still. Auch wieder mit Beast drauf. Die gute Fee? Oh, die gute Fee könnte auch so eine geile Enchanted sein, ne? Da könnte man sowas Cooles draus machen. Wie hast du mich genannt? Oh, das ist auch von Basil, der Mäusedetektiv, glaube ich, ne? Dann ein Gaston. Rabbit. Mega geil. Fühle ich. Ein Sturm zieht auf. Eiskönigin wieder mal. Von Uru, die Karte, die ich gerade noch als Foil hatte. Der nächste Zwerg. Chef. Oh, die Zwerge haben anscheinend unterschiedliche Seltenheiten. Der erste Zwerg war, glaube ich, gewöhnlich. Madame Mim. Winnie Pooh, mein erster in selten. Oh, Rattenzahn. Und Tyana Holo. Das ist der gewöhnliche. Das Gute ist, dass ich jetzt erstmal keine Doppelten ziehe. Also ist alles cool. Auch gewöhnliche sind gut, weil ich ja alle brauche. Aber bisher noch keine Legi. Hachi, der nächste Zwerg. Jimmy, die Grille. Oh, das Pinocchios Gewissen ist das, ja, stimmt. Bauen kenne ich gar nicht. Weiß ich nicht aus welchem Film. LOL.
Lol, das hatte ich noch nie. Was ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Dann eine Verena. Letzte Kanone. Die Herzkönigin, cool. Das feiere ich. Die Herzkönigin finde ich cool. Li Shang. Noch ein Donald Duck, aber ein anderer. Isma als epische. Das ist doch schon mal wieder ein kleiner Hit. Und die Königin, noch eine epische. Zwei epische schon mal. Und die Legende vom Schwert in dem Stein. Ist leider eine gewöhnliche. Auch gar keine gute hier oben. Oh, aua, aua, aua. Seht ihr das? Seht ihr das? Shit. Die hat hier einen richtigen Knick drin. Die Qualität ist wirklich schlecht vom zweiten. Schade. Cruella de Vil. Als gewöhnliche. Schlafmütz. Waren die bisher alle, die Zwerge, waren die alle in Bernstein? Ich glaube schon, ne? Merlin. Ich werde es doch beweisen. Nochmal Rattenzahn, aber ein anderer. Zum Angriff. Nochmal ein Tier Merlin. Hier drauf. Gaston nochmal ein anderer. Gibt es wohl auch verschiedene. Dann die Sardinenbüchse. Das Buch der Zaubersprüche. Von Uro als epische kleiner Hit. Raya in Holo. Auch eine epische. Sehr cool. Gumbo Eintopf. Nochmal die Königin, aber anders. Gewöhnlich. Tassilo. Oh, das ist auch cool. Tassilo ist cool. Baloo der Bär. Improvisieren. Benja. Mutter Gothel. Der Prinz. Daisy. Oh, es gibt eine Daisy? Geil. Geheimagentin Daisy. Mega. Tuk Tuk. Finde ich jetzt nicht so krass. Goofy wieder mal. Ritter für einen Tag. Und was ist die Holo? Chef. Oh, ist okay. Der Nock. Rapunzel? Oh, die sieht auch cool aus, eine neue Rapunzel. Ey, krass, ich kenne die meisten Artworks noch gar nicht. Ich habe mich halt null damit befasst. Voll schade eigentlich. Cusco, gesuchtes Lama, auch cool. Boah, Cusco muss ich auch mal wieder gucken. Peter Pan's Deutsch, die Zauberin. Jetzt kriege ich Bock, mal wieder eine Runde Locana auch zu zocken. Jafar, Abschuss, die gute Fee. Oh, die hatten wir gerade auch schon mal in einem anderen Design. In Sekunden auf 100. Prinz John. Komm, Digga, jetzt gönn mir eine legendäre. Muss. Muss. Da ist sie. Schneewittchen. Die erste legendäre, Digga. Geil. Und auch noch so schön. Dickes W. Und jetzt noch eine legendäre Holo. Na gut, improvisieren als Holo. Erste Legi ist da. Gut, ist natürlich auch klar, dass die Bernstein ist, wenn die ganzen Zwerge auch Bernstein sind, ne? Hier ist die Schneewittchen auf Deutsch. Non-Holo. Ja, 16 Euro. Ist okay. Da geht natürlich mehr. Ich will eine Enchanted oder eine Holo-Legi. Cusco, wie hast du mich genannt? Hatten wir schon. Improvisieren. Cruella de Vil. Ferkel. Oh, Ferkel, wie geil. Geil. Ferkel ist wild. Gibt's wohl auch Christopher Robin? Prinz Naven. 4 Dutzend Eier. Schneewittchen im anderen Design. Die blaue Fee. Ehrenwerter John. Oh, der sieht auch cool aus vom Artwork. Herkules als seltener. Und A Beast. Epische Foil, Leute. Oh, wild. Epische Foil geht. Wie viele Beasts gibt's denn? Es gibt ein episches Beast. Es gibt zwei legendäre Beasts. Es gibt noch ein Normal Beast. Tatziatella. Okay. Habe ich noch nie von gehört. Das ist nice. Ja, moin. Wir malen die Rosenrot. Dr. Facilier im neuen Design. Cool. Find's aber cool, wenn man Karten aus Z1 und nochmal im neuen Design in Z2 dann sieht. Minimaus, genauso. Auch geil. Schwefel. Da gibt's bestimmt auch noch Pech. Cinderella. Hi. Oha, was ein geiler Hi-Hi. Oder Hey-Hey wird der ja ausgesprochen. Wie geil der aussieht. Viel cooler als der erste im ersten Set. Der hat hier übelst das Glow-Up bekommen. Dann eine Rapunzel wieder. Finde ich auch cooler als die im ersten Set. Armbrust aus Zahn. Prinz Charming. Und Schlafmützflöte. Komm. Cruella de Vil.
als Holo. Bisher eine Legi. Herzog von Pitzbühel, Mulan, die Legende vom Schwert und Stein, Raya, Ray, Donald Duck, Tiefseetaucher. Ich glaube, es gibt halt auch diese Minimaustaucherin. Der teuflischste Plan. Streitanzettel. LOL, ist das Ralf Reichts? Leute, die Glocke. Geil. Madame Mim. Die gibt's, glaube ich, wirklich als Enchanted. Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube. Ralf Reichts ist geil. Arthur, da ist er. Geil. Arthur als Epischer. Mega. Und Merlin als Holo. Merlin Krabbe. Baloo wieder. Ray wieder. Nichts zu verstecken. Eudora. Oh, cooles Design von Herkules. Die Herzkönigin. Robin Hood. Die Grinsekatze. Komm. Hinab in das Kaninchenloch. Komm, jetzt Legi. Cinderella episch. Kleiner Hit. Und Li Shang in Holo. Tassilo schon wieder. Mulan. Arthur. Oh, den hatten wir noch nicht, den Arthur. Oh, geil. Der gefällt mir. Basil. Da gibt es, glaube ich, auch mehrere von Basils, wenn ich richtig liege. Nochmal eine Rapunzel, aber die hatten wir schon, die Sonnenschein-Rapunzel. Zum Angriff. Aktionskarte kennen wir noch nicht. Die Kartensoldaten, die feiere ich auch mega. Boah, da könnte es auch so geile Artworks von geben. Li Shang, den wir gerade in Holo gezogen haben. Leute, die Glocke. Maurice Werkstatt. Und jetzt habe ich sie, Maureen. Legendäre. Christopher. Oh, Christopher Robin. Wild. Haben wir gleich alle von Winnie Pooh. Und Donald Duck in Holo. Liegen die ganzen guten Karten unten oder was? Ja, was sagt ihr denn, Chat? Also, krass ist bisher nicht. Ich habe mir mehr erwartet. Aber es ist ja erst das halbe Display. Eine Enchanted und alles wäre cool. Safe. Wie teuer so ein Display ist, das liegt bei 140 Euro ungefähr. Ich glaube 143. Oh, noch ein Isma-Design. Boah, das ist auch richtig cool, oder? Cruella de Vil nochmal. Finde ich auch geiler als die im Auto. Pimpel. Grausam und schlimm. Oh, auch schick. Sehr schick. Ja, Mann. Ska. Let's go. Mal wieder eine Legi. Wichtig. Schickes Dingen. Und Hypnose. Gut, der gewöhnliche. Aber eine Legi. Musste auch mal wieder sein. Fürs Ego. Das war jetzt schon mal geil, dass mal wieder eine Legi dabei war. Aber eine Holo-Legi wäre auch mal ganz nice. Brombeer. Merlin als Eichhörnchen. Felicita. Die Herzkönigin, nochmal der Herzog, Herkules, die Blaufee, Schneewittchen, 4 Dutzend Eier. Wow, die nächste Legi, das Biest. Let's go. No. No, mit dicker Printline. Erkennt man das in der Kamera? No way. Das erkennt man, glaube ich. Aua. Oh Mann, das hatte ich doch schon bei den TK. Ah, egal. Wow! Sisu! Zwei Legis in einem Booster! Und Christopher Robin! Let's go! Ja, okay, die eine ist nicht so schön, die werde ich eh nochmal ziehen, aber zwei Legis in einem Booster, das ist hart. Das ist geil. OP, Alter. Damit sind wir schon bei 4 Legis. Ja, okay, 4 ist noch im Rahmen, ne? Also, das Ding ist, 3 bis 7 Legis sind meines Wissens nach normal. Aber in einem Booster 2 war schon Hammer. Gerade noch über die Printline aufgeregt und dann halt, ist okay. Elsa, ich glaube, die haben die Booster noch ein bisschen mehr random gepackt als im ersten Display, als im ersten Kapitel, habe ich das Gefühl. Ich meine, wir hatten gerade 2-mal in einem Booster die gleiche ungewöhnliche. Treff nochmal. Judy Hopps finde ich vom Design her geil. Generell auch der Film mega cool. Judy Hopps fühle ich. Raya. Wieder eine epische. Und Peter Pans Schatten. Noch eine epische direkt hinterher. Echt ganz geil. Und die Herzkönigin. Wird besser, ey. Die guten lagen unten. So ein Ding ist das. Noch ein Basil. Nick Wilde. Boah, Nick Wilde auch cool, ne? Schick. Passt halt zu Judy Hopps. Pinocchio. Hatten wir auch noch gar nicht. Nana. Oh, was ein Booster. Davon hatten wir fast doch gar nichts. Von den ungewöhnlichen. Chief Bogo hatten wir auch noch nicht. Krass. Lucifer. Ey, echt krasses Booster. Und Ferkel. Gewöhnlich. Ey, wir haben nicht mehr viele, Chat. 6 noch.
Also in den 6 müssen noch mindestens 2 Legis drin sein, damit ich zufrieden bin. Oder am liebsten ein Legi-Foil noch. Ich meine, natürlich im besten Fall ein Enchanted, dann bin ich zufrieden sowieso. Basil, nun halt doch still. Aber zumindest ein Big Hit muss in dem Display sein, auf jeden Fall. Eine Elsa, oh, die finde ich aber, die finde ich jetzt nicht so krass. Tigger. Oha, Alter, was ein krasser Jafar. Der sieht ja unfassbar geil aus. Und da ist Pech. Schwefel hatten wir vorhin schon. Madamim. Rattenzahn hatten wir schon. Komm, gönn mir eine Legi, gönn mir eine Legi. Ah, Prinz Naveen. Rabbit. Ferkel. Oh, Hinweis auf Winnie Pooh Legi. Merlin. Arthur. Ja, okay, könnte auch Hinweis auf Merlin sein. Die Eule. Und jetzt kommt's. Kronk. Die Königin, immer, immer wieder eine epische. Und Minimaus, selten. Ein Holo. Ah, jetzt muss mal wieder was kommen. Bisschen enttäuschend. Oh, wie geil sieht der Zauberbesen denn aus in diesem Set. Der gefällt mir. Dann haben wir die Kartensoldaten nochmal. Gräfin Tremaine. Wie eine epische. Und jetzt die legendäre Foil. Muss. Muss. Madame Jasmin, Jimmy die Grille, es ist wirklich hart, ne? Ey, ich hab richtig Schiss, Mulan. Das könnte übelst das Flop-Display sein. Oh, cooler Pinocchio. Sehr cool mit diesen Eselsohren. Seppel, Juni Hobbs, kleine Neu. Die hatten wir zumindest noch nicht. Gute Fee, legendär. Ja, musste jetzt aber auch noch sein. Also wirklich, das war wichtig, dass zumindest die 5. Legendäre noch kommt. Und die Herzkönigin in Foil. Da muss der Enchanted drin sein, ey. Ich rieche auch was. Ich rieche eine Enchanted. Die Königin. Die Herzkönigin. Boah, ich rieche zumindest nach Legi riecht's. Robin Hood. Grinsekatze. Und Mulan. Selten. Oh, Jägersmann. Schlafmütz, Digga. Alter. Das Beste war eine Holo in Episch. Dr. Facilier. Greifer. Schwefel. James. Digga, ich hab so Schiss. Die sind jetzt egal. Wichtig ist, was dahinter ist. Komm. Amosus, Asan. Nana. Pinocchio, jetzt komm. Bitte, bitte, bitte. Lol, hier sind übelst die Druckpunkte drauf. Also, egal. Merlin? Komm, Alter. Gib mir eine Legi. Minimaus. Und Enchanted! Shere Khan! Genau die ich wollte! Ich kann nicht mehr. Im allerletzten Pack. Nein! Im allerletzten Pack! Direkt eintüten. Heilige Guacamole. Und auch noch meine Lieblings... Ich sag noch, Shere Khan ist die geilste. Ich sag es noch. Ich hab mit gar nichts mehr gerechnet. Guckt sie euch an. Ich guck sie mir erstmal selber an. Ist sie gut? Keine Printline? Alles super? Die ist wunderbar. Digga, die ist wunderbar. Guckt euch an. Keine Printline, nichts. Ist das geil im allerletzten Pack. Shere Khan auf Deutsch. Günstigste liegt bei 150. Display wieder drin? Ja. Günstigste 150. Klar, natürlich fällt das noch irgendwann und so. Aber ey, geil. Geil. Sind immerhin 5 Legis? Ja, das ist die Ausbeute, Leute. Wurde ja dann auch richtig geil. Ey, das ist die letzte Karte, die enchanted ist. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, ne? Die hätte ruhig mal fürs Ego ein bisschen eher kommen können. Aber geil. Wie krass. Wie krass einfach. Geil, hat sich's gelohnt.